JunkFoodTaster.com, this is episode 2439, and it's Fresh Whale, the party balls. So these are like fillet meatballs with some salsa cream. And here they are, and Fresh Whale is a Lidl label. And of course I'm doing a microwave, and here they say, don't use the tray, because it's not suitable, use an other tray. So I will do it. And these are like pork balls. Good. So I think let's check them out. I have this tray here. This was in a other proper microwave product. So yeah, come all in. So here they are. Reminds me a little bit on this Swedish meatballs, but these guys have a filling now. So just checking the directions again, as they say, microwave up to 1 to 2 minutes. So let's do it, basically. So here we are, let's do it. And I think I make it to 2 minutes. Yeah. Every time I make something too short, it's never hot. So here we go. It was like this. It was like a tray for warming up rolls and stuff. All right, here we go. Done. Yeah. This microwave is special. It's like you can also use it often. That's why you can make rolls in it. Never warm up rolls in a normal microwave. So, and I think let's taste it in the studio. All right, let's check out the balls. Yeah, and they smelled very good in like unheated state. And now they're strange. So they have clustered together. Look at this. And I will cut one now. I always cut stuff. Here we go. As you can see, inside these balls are, like promised, a filling. It's a salsa filling. So I will have one now. Let me think about it a little bit. Reminds me a little bit on the Berliners, like this some sort of cake. You have like the dough and inside is like jam. Strawberry jam or whatever, but this is not like the door would be the ball. No, the door would be the meter, and the filling would be the salsa, tomato salsa thing. I think it's fine. I'm fine with this. So I could think, I would have a lot of filled meatballs, I think. Okay. Yeah, what's your favorite meatball? Have you ever seen fillet meatballs? Let me know. Next language. Thanks for watching. Gut, das heißt Fresh Whale, das gibt's im Lidl. Und das sind die Partybällchen Salsa. Ja, Fleischbällchen mit einer Tomatenfüllung. Also die die Serviervorschlag übertreibt so ein bisschen. Echt sieht es dann doch leicht anders aus. Und schon dabei, was ich gar nicht so verstehe, dass das im nicht aufgeheizten Zustand
hat das mehr gerochen, als wenn es jetzt warm ist. Ja. Genau. Kann man bestimmt auch kalt essen. Ich habe es jetzt in der Mikrowelle gemacht, 2 Minuten. Diese Schale hier sagen, schreiben Sie extra drauf. Also danke fürs Draufschreiben, Lidl, Leute. Die kann man nicht benutzen. Nee, hier steht die Füllung sehr heiß. Genau, ist nicht Mikrowellen geeignet. Dann habe ich einfach das Teil genommen. Das gab es auch im Lidl. Das ist Mikrowellen geeignet. Ja. Ja, mittlerweile merkt man das auch so, dass diese Salsa-Soße ist doch leicht scharf. Aber so soll es ja wahrscheinlich auch sein. Das erinnert mich auch irgendwie an Berliner, an Pfannkuchen. Die haben ja auch eine Füllung, bloß das ist diesmal eine Fleisch. Der Teig wäre Fleisch und die Füllung wäre diese scharfe Salzack-Zubereitung. Ja, alles ist in Ordnung. Lass mal essen. Hier nochmal die Zutaten. Bisschen salzig vielleicht das Ganze. Steht jetzt leider nicht da, wie viel Salz. Gut. Ja, habt das probiert. Wie hat es euch geschmeckt? Danke, dass ihr zugesehen habt.